Am Freitag startete das internationale Kunst- und Musikprojekt Cage 100. Es ist dem amerikanischen Komponisten John Cage anlässlich seines 100. Geburtstags im September gewidmet. Das Forum zeitgenössischer Musik Leipzig initiiert mit Cage 100 im Zeitraum vom Juli 2012 bis Juli 2013 eines der größten Vorhaben für zeitgenössische Musik in den neuen Bundesländern. Cage 100 umfasst über 100 Veranstaltungen weltweit und ist, wie gesagt, in 50 Ländern vertreten und wird vor allem sehr präsent sein in Leipzig über 3 Monate eben mit einer großen Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst. Und wir werden außerdem eine sehr umfängliche Konzertreihe auch machen. Kinoprogramm wird es geben, Diskussionen, Vorträge, Workshops, Performances. Also es ist ein sehr angefülltes Programm. Cage 100 startete mit der 3-monatigen, sich stetig wandelnden Ausstellung Opening Spaces for Action in der Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig. Die Arbeiten internationaler Künstler laden die Besucher zur Teilnahme an kreativen Arbeitsprozessen am Kunstwerk ein und verdeutlichen auch ein zentrales Anliegen von Cage: zeitgenössische Musik ist nicht ausschließlich ernst. Naja, die zeitgenössische Musik ist ja verschrien, dass sie also immer schräg und vor allen Dingen auch gar nicht witzig ist. Das ist bei Cage nicht anders. Also er ist extrem witzig, heiter, aber er ist eben auch schon sehr ernst und manchmal muss man sich eben auch drauf einlassen auf solche Sachen. Aber er ist eben auch jemand, der immer mit einem gewissen freundschaftlichen Lächeln auf das Publikum zugegangen ist, obwohl er seine Kunst eben doch sehr straight durchgeführt hat. Im Rahmen des sogenannten Carillon, deutsch Turmglockenspiel-Projects, werden außerdem weltweit in 50 Städten die Glocken mit Musik von Cage erklingen. Den Auftakt dafür gab es ebenfalls am Freitag mit dem einzigen mobilen Turmglockenspiel Deutschlands.